So, weiter geht's mit Elex. Wir waren das letzte Mal hier im Lager der Mitte angekommen und wollten mit dem Kollegen da hinten sprechen, dessen Namen ich vergessen habe. Aber ich habe gerade gesehen, dass es hier noch Feuer gibt. So, aber bevor wir mit Leuten reden, gucken wir uns hier noch ein bisschen um, weil mir ist beim Umsehen auch aufgefallen, hier hinten ist noch ein Teleporter. Und dann wollte ich auch mal in das Haus gucken. Moment, das Haus hat einen Keller, da gucken wir uns erst. Was gibt's denn hier? Ein Kartenstück. Gut. Kartenstück 05. Moment. Dankeschön. Geldbündel, Krug. Noch irgendwas? Nö, nee, erstmal nicht. Aber es ist doch alles nehmen, es ist nicht klauen. Licht. Truhe. Also nicht. Also auch nicht. Dann du. 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 Zu einfach. Schön, Kriegerbogen, den wir nicht tragen können, weil unsere Werte sowieso nicht passen. Lampe nehmen wir noch mit. Ist noch irgendwas Tolles? Oben vielleicht? Hochleistungspuppe. Okay. Toll. Man kann hier hochklettern, um runter zu klettern. Das ist ja super. Gibt's hier noch? Mana? Nama? Ah, Zigaretten. Ist das ein Seil? Oh, das ist kein Amulett. Schade. So Leute, aber bevor wir jetzt mit dir reden, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Bis demnächst. Tschüss. Wer ist denn er da? Wo geht's da hin? Oh Gott, so viele Ecken. Huch. Okay, hier gibt's wohl nichts. Schrott. Hallo, du bist nur ein Siedler. Steck hier fest. Harley. Ah, verdammt, was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade keine Zeit, muss diesen Mist hier wieder in Gang bringen. Dieses freundliche Biest da drüben. Dein Haustier? Ich habe keine Ahnung, wo dieses Vieh hergekommen ist. Auf einmal war es da. Weißt du, so etwas stört mich nicht. Solange es nicht meine Schrauben frisst. Du bist Mechaniker? Ei, ich bin Harley. Stellvertretender Werksmeister der vierten Kolonne des Horns von Ignadon. Stets zu Diensten. Die Zeiten sind vorbei, Kumpel. Hier draußen sind wir alle freie Menschen. Wenn du also etwas repariert haben willst, wirst du dafür bezahlen. Harley, ist das wirklich dein richtiger Name? Nein, den gaben mir meine Freunde früher mal, weil ich gerne an alten Maschinen herumwerkel. Ich heiße eigentlich... Naja, vergessen wir das. Bist du so gut? Das will ich meinen, Kollege. Ich bin hier völlig unterfordert. In unserer Kolonne gab es nichts, was wir damals nicht wieder in Gang gebracht hätten. Wie gesagt, wenn die Kohle stimmt, kriege ich alles wieder ganz. Komm mir aber bloß nicht mit einem defekten Toaster klar. Ich brauche endlich mal eine große Aufgabe. Wie viel Erfahrung hast du mit Flugmaschinen? Und von welchem Jetpack-Typ sprechen wir hier? Ich hatte da etwas Größeres im Sinn. Größer? Ha, das ist ja mal endlich was Interessantes. Du redest von den Gleitern der Alps, nicht wahr? Mhm. Okay, warte mal.
Vor einigen Tagen ist eine ihrer Maschinen in Edan runtergekommen. Sofern sie dort noch keiner geborgen hat, müsste sie auch immer noch da sein. Könntest du den Gleiter bergen? Ha! Das ist dein Ernst, nicht wahr? Ja, scheiße nochmal! Es ist dein Ernst! Okay, als der Wahnsinnige das Ding da oben in den Berg versenkt hat, konnte auch ich mich kaum mehr halten. Das ist die Gelegenheit, sagte ich mir. Also ging ich rüber zur alten Observierungsstation und schaute mir das Wrack des Gleiters genauer an. Leider war da bis auf ein bisschen Kleinkram nichts Brauchbares mehr zu finden. Ach ja? Und was ist mit dem Gleiter selbst? Tja, Kumpel, das Teil ist nicht mehr viel wert. Da ist so einiges zu Bruch gegangen beim Absturz. Wenn wenigstens noch das Triebwerk intakt wäre, könnte man es irgendwie hierher schaffen, aber so... Kannst du das Triebwerk nicht wieder reparieren? Um es wieder fit zu machen, bräuchte ich einen hochleistungsfähigen Hydraulikkonduktor. Aber so einen findest du nicht einfach so auf der Straße. Entweder du plünderst einen anderen Gleiter der Alps... Naja, oder du schlachtest einen dieser Kampfkolosse der Baureihe 7300 aus. Die haben auch noch einen dieser überdimensionierten Konduktoren verbaut. Tja, schade, aber so sieht's nun mal aus. Schön, dass wir darüber geplaudert haben. Zumindest gibt es Optionen. Das heißt, es ist nicht unmöglich. Ja, guter Witz, nicht wahr? Du bist in Ordnung, Kollege. Ist das so einer, der uns auf den Weg hier hoch umgebracht hat? Kampfkoloss der Baureihe 7300? Mann, du lässt nicht locker, was? Okay, pass auf. Wir Mechaniker hatten damals vor einigen Jahren im Hort einige dieser Maschinen von unseren Bändern laufen lassen. Leider hatten sie eine schadhafte Steuereinheit. Irgendwo in den südlichen Gebirgszügen von Ignadon ist bestimmt noch eine von ihnen aktiv. Ich habe dort zuletzt eine von ihnen gesehen. Ziemlich unkontrollierbar und mordsgefährlich. Ich würde so einem Ding besser nicht zu nahe kommen, wenn ich du wäre. Ist klar. Er ist Scharfschütze, so wie es aussieht. Also die Waffe gefällt mir. Muss ich mich etwas später entscheiden, ob ich Psi oder Gewehre nehme? Das wäre echt nicht cool. Ich will höher. Was gibt's denn hier? Pfeile? Pfeile! Dankeschön. Kann ich die Äxte da auch mitnehmen? Nee, leider nicht. Hier ist ja niemand. Wow. Das ist wohl keine einfache So-Waffe. Geistersehne. Zeig mal her. 1400, Reichweite 50 Meter. Gut, das bleibt einfach. Was brauche ich dafür? 70 Stärke. Man sagt, dieser Bogen sei aus dem Holz des ältesten Baumes Magalans gefertigt. Nicht nur seine Verarbeitung ist unübertroffen, sondern auch seine Kraft. Schaden 72. Unser hat nicht mal die Hälfte. Das Ding wäre schon geil, aber 70 Stärke. Das ist, ja. Also wenn man auf Stärke geht, hier ist der Bogen, den man dafür braucht. Wie laufe ich eigentlich? Kann ich hier? Hopp. Na gut, wir wollten aber eigentlich gar nicht mit dem Mechaniker reden. Wir wollten mit Leuten quatschen. Ohne Schlüssel wird das nichts. Okay. Gut, dann reden wir jetzt aber trotzdem erstmal mit Leuten. Kriegen wir nämlich auch mal ein paar Informationen, wo wir hier eigentlich sind und warum hier alle rumlaufen. Lager der Mitte, sagtest du? Lager der Mitte, sagst du? Klingt ziemlich naiv für diese kleine Ansammlung von ein paar freien Menschen. Große Visionen werden immer belächelt. Das kümmert uns nicht. Es ist wie in jedem Spiel.
Am Ende werden die Punkte gezählt. Der Krieg ist nur ein Spiel für dich? Nein, natürlich nicht. Doch wenn du die Spielregeln deines Gegners kennst, macht es vieles einfacher. Erzähl mir von deiner Vision. Ich bin viel herumgekommen und habe auf meine alten Tage viel Erfahrung sammeln dürfen. Die verschiedenen Gemeinschaften, die noch existieren seit der großen Katastrophe, haben alle eines gemeinsam. Es fehlt ihnen an Flexibilität. Sie sind alle Gefangene ihrer eigenen Gesetze und Verhaltensweisen. Doch gibt es viele Rohdiamanten unter ihnen, die unsere Sache wirklich voranbringen würden. Dieser Ort hier ist ihre Anlaufstelle. Okay, du hast irgendwie... du bist doch gar nicht so alt. Also zumindest siehst du nicht so alt aus. Ihr kämpft für die freien Menschen? Wir kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir trotzen den Unterdrückern und den Verblendeten. Es wird jemand aus unserer Mitte sein, der die Welt in seinen Grundfesten verändern wird. Dein Erscheinen hier und dein Interesse an unserer Gemeinschaft beweisen das. Du glaubst, dass ein Mann die Welt verändern wird? Lassen wir doch die alberne Maskerade. Wir wissen doch beide, von wem wir hier sprechen, Commander. Bitte? Du weißt, wer ich bin. Nein, du bist nicht mehr die Bestie, vor der sie alle erzittern. Einst hattest du große Macht. Alles wurde dir genommen und trotzdem bist du wieder aufgestanden und wirst deine alte Kraft bald wiederfinden. Ich sehe hier einen aufrechten, starken Mann und seinen inneren Konflikt zwischen Mensch und Maschine. Wer, wenn nicht du, könnte wirklich etwas bewegen? Du siehst eine Menge. Ja, darum nennen sie mich Big Daddy und folgen mir. Oh doch, ich bin immer noch die Beste von Xarkor. Naja, zumindest werde ich's wieder. Bin ich sicher. Verstehe ich das richtig? Du würdest meine Sache unterstützen. Meine Tage sind bald gezählt und meine Aufgabe hier ist fast vollendet. Das Lager der Mitte ist errichtet. Nun ist es an der Zeit, dieses Werkzeug einzusetzen. Die Menschen hier warten auf eine starke Hand, die sie führt. Ich kann das nicht sein. Das ist mir mittlerweile klar geworden. Die Macht der Mitte braucht einen würdigen Anführer. Zeige mir deine neu gewonnene Menschlichkeit. Du musst meine Männer dazu bringen, dass sie dir vertrauen und für dich in die Schlacht ziehen würden. Also, Commander, erledige die Aufgaben meiner wichtigsten Männer und überzeuge sie von deiner Stärke und deinen guten Absichten. Dann werde ich dir das Kommando über das Lager der Mitte übertragen. Moment. Um das festzuhalten. Es kommt ein Fremder in dein Lager. Und wenn du weißt, es ist einer deiner Feinde, die hier fast alle freien Menschen getötet haben. Und du möchtest dem einfach das Kommando übertragen. Gut. Machen wir weiter. Sehr komisch. Du würdest mir das Kommando über deine Kampftruppe übergeben? Einem Fremden. Dem Feind, der die freien Menschen an den Rande der Ausrottung gebracht hat? Hab ich doch gesagt. Ich sagte es bereits. Du bist nicht mehr die Bestie von Xarkor. Dein Weg mag ungewiss sein, aber du wirst ihn gehen. Mit oder ohne unsere Unterstützung. Da bin ich doch lieber auf der Seite der Gewinner und pfeif auf Prinzipien. Woher willst du wissen, dass wir Erfolg haben werden? Das weiß ich nicht. Aber ich sehe dich und was dir widerfahren ist. Ein übermächtiger Feldherr wird zum Ausgestoßenen und wechselt die Seite. Eine bessere Chance kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber eine Sache noch. Häng es nicht an die große Glocke. Sie werden es schon früh genug erfahren. Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir jeden hier leben lassen. Doch muss die Chemie unter meinen wichtigen Männern stimmen. Sie sind es, die das Ganze hier zusammenhalten. Also, wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Wenn ihnen gefällt, was du zu ihnen sagst, kann ich dir eine Bleibe anbieten. Fair genug, oder? Ja, sehr cool. Das werden wir rausfinden. Wie steht's um eure Kampfkraft?
Wir haben einen Haufen kampferprobter Experten für unsere Sache hier gewinnen können. Unter der richtigen Führung kann es eine schlagkräftige Kampftruppe werden, die man nicht unterschätzen sollte. Okay. Dann gucken wir mal. Aber ich weiß gar nicht. Gab es sowas wie ein Questler? Okay, Herbert aus dem Orbit. Wie komme ich denn nach Ignadon? Da muss ich doch... Gott. Wenn das wieder so ein kackelgefährlicher Weg ist, werde ich da niemals lebend ankommen. Und wahrscheinlich muss ich bis nach hier hinten oder so. Diese Radiomusik. Ach, hier. Okay. Finde ich irgendwie cool. Mehr Pfeile. Nehme ich. Hallo, gib mir den Pfeil. Jetzt. Mehr Erfahrung. Wir brauchen eigentlich fürs nächste Level. Steht das hier irgendwo? Ach, wir sind gerade erst gelevelt. Dauert ja noch ewig. Hallo? Warte mal, da kam wieder was im Radio. Ah, Herbert aus dem Orbit. Moment mal, wo soll's denn hingehen? Lass mich raten, du bist hier der strategische Offizier. Noch so einer von deiner Sorte hat mir gerade noch gefehlt. Du lässt hier besser die Waffe stecken und hältst deine langen Finger bei dir. Dann kriegen wir auch keinen Ärger miteinander, klar? Der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Ja, für viele ist es der letzte Zufluchtsort vor den Konvertern der Alps. Für andere ist es eine Festung des Widerstands und der Freiheit. Für mich ist es eine Lebensaufgabe. Jeder, der Schutz sucht, wird ihn bei uns finden. Doch du siehst nicht aus wie jemand, der Schutz braucht. Eher wie jemand, der auf Krawall aus ist, wenn du mich fragst. Mach hier besser keinen Ärger. Auf Streuner stehen wir hier nicht. Chill mal. Ich habe nicht mal eine ordentliche Waffe, geschweige denn eine richtige Rüstung. Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers? Ganz genau. Und jeder, der hier etwas zerstört oder unrechtmäßig entwendet, wird sich vor mir verantworten müssen. Ah ja. Und wie läuft der Job? Du willst mich doch nicht etwa aushorchen, ob es hier etwas zu holen gibt, oder? Also entweder packst du ordentlich mit an, oder du kannst dich gleich wieder verziehen. Verstanden? Oh. Machen wir das? Allein schon, weil ich den Spruch gesprochen hören möchte. Für so einen kleinen Bademeister hast du eine ziemlich große Klappe. Ach ja? Meinst du? Dann wird dir dieser Bademeister mal den Ausgang zeigen. Ist okay.
Wieso habe ich denn den jetzt im Fokus? Eckart, chill doch mal. Oh Gott! Schenk die Waffe weg. Tschüss, Eckart. Ich musste diesen Spruch einfach hören. Bei einem Schande, dass unsere Kälte gesunken ist. Oh, eine Asse. Oh Gott, der kommt ja immer noch mit. Typ, also keine Hobbys, lass mich in Ruhe. Hier sind überall 3 Millionen Viecher. Keine Zeit für dein Spielchen. Jetzt aufgehört. Scheinbar ja. Alter. Wie soll ich denn hier jemals irgendwas überleben können? Wo müssen wir denn eigentlich hin? Also wir müssen jetzt hier raus. Dann hier hoch. Weiter hier hoch. Dann müssen wir hier irgendwie lang. Tschup, tschup, tschup. Hier. Obwohl, wir könnten noch da lang gehen. Also irgendwie hier über diesen Stausee. Und dann können wir da schon rein. Ja, und dann sind wir in Ignadon. Und bis dahin zu kommen. Oh Mann. Ob er uns immer noch töten will, wenn wir jetzt zu ihm gehen? Oder hast du dich beruhigt? Du bist ja immer noch da. Hab ich dir... Denk immer daran, dass... Oh! ...nicht die einzige Gefahr da draußen. Also geht niemals nachts in den Wald. Und verlasst euer Domizil nur mit einer mächtigen Waffe. Euer Herbert aus dem Ort. Noch einmal so eine dicke Lippe und ich werfe dich den Mutanten zum Fraß vor. Ist das klar? Können wir unsere Meinungsverschiedenheit nicht anders regeln? Sicher. Wie wär's mit einer großzügigen Spende an die Kämpfer des Lagers? Das würde die Moral der Truppe verbessern und du zeigst mir damit, dass du hier deinen Beitrag leistest. Für ein Großmaul wie dich würde ich 1000 Splitter für angemessen halten. Andernfalls will ich dich nur noch von hinten sehen. Ich hoffe, das war deutlich. Hm. Was machst du eigentlich mit deiner Oberlippe, wenn du so komisch guckst? machen wir das, machen wir das nicht? Ach ja, komm, wir hatten die große Fresse, also müssen wir das auch. In Ordnung. Hier hast du deine Spende. Na schön, vergessen wir die Sache. Aber glaub jetzt ja nicht, dass du damit raus aus der Sache bist. Du leistest hier deinen Beitrag, sonst bist du ganz schnell wieder draußen, klar? Ach so. Wir hätten das gewinnen können. Oh, Kacke. Eine Warnung. Moment, da müssen wir nochmal laden. Auto speichern. Ich hoffe, das ist das Richtige. Verdammt. Wenn ihr länger überleben wollt, kauft euch lieber. War das jetzt danach? Natürlich. Das war... Aha. 4 Minuten vorher. Entweder hasst er uns da schon und jagt uns gerade schon? Nee. Du bist ja immer noch da. Gut, dann laufen wir jetzt erstmal weg.
Und wenn wir irgendwann gut genug sind? Huh. Oh. Messen wir uns nochmal mit ihm. Wenn er irgendwann nicht mehr Totenkopf ist. So, und jetzt gucken wir nochmal, wo wir hin müssen. Also zuerst müssen wir... Schauen wir mal. Da unten ist wieder dieses Vieh, was uns, glaube ich, schon mal getötet hat. Na gut, das gucken wir uns aber im nächsten Part an. Für diesmal soll es erstmal reichen. Also, damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!